Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Game hier bei Solo Battles. Jawohl, Oregon State ist heute dran. Zu Hause. Bevor wir morgen dann auswärts bei den Hurricanes spielen, müssen wir mal schauen, wie das wird. Ich bin sehr gespannt. Ruben Owens, Jalen Carter. Okay, ja. Aztecs mit dem krassesten Gegner, Oregon State Beavers gegen die San Diego State Aztecs. Gleiche Schwierigkeitsgrad wie immer. Wir kommen aus einem soliden Game, würde ich sagen. Wollen wieder gewinnen. Rome Odunzi, okay. Beavers da mit einem ganz starken Spieler auf dem Feld. Und Lamar Jackson auf beiden Seiten. Sechs Yards für Ruben Owens im ersten Versuch. Nächster Versuch. Nächster Versuch. Dritter und vier. Bleibt dabei. Oh, fast down, gut gemacht. Schön aufgeblockt. Gut gemacht, dritter Ball. Diesmal kommt der Pass, wie vorhergesehen, incomplete, vierter und drei. Sieben Versuche hatten sie, dann kam der Punt. Nein, ich werde aufgehalten vom eigenen Mann. Das hätte so gut geklappt. So, Lamar Jackson auf der anderen Seite. In Schwarz und Rot. Aztecs auf dem Feld. First down im zweiten Versuch. Es riecht ein bisschen danach, es würden wir hier, jawohl, mit einem ins nächste Viertel gehen. Sie stoppen Ricky Williams. 2. und 12. Sie lassen es immer noch laufen. Ja. Dritter und fünf. Jawohl, Clemens. Guter Pass.
28 Yards, erster Versuch. Das ist Rara Thomas. Und der ist gut zur 9. 54 Yards. Minutes warning. Oh, Robinson schafft nur ein Yard. 4 Rushes für 21. Secure catch, touchdown. San Diego State, Malik Nabers. Und somit führt San Diego State mit 7-0. Die Beavers haben noch 1,52, um auszugleichen. Ball in der zweiten Hälfte kriegt San Diego. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob sie sagen, sie gehen jetzt doch mehr aufs Passen. Ja, wie immer. Oh, da geklappt. 19 Yards bisher für Lamar Jackson. Nicht unbedingt das, was sich ein Quarterback vorstellt. 3. und 5. First down hole. Und wieder kommt der Passversuch. Pass geht nach außen, stark, incomplete. Und dann sie wird niedergemäht von Patrick Surtain. Manko wieder gegen 2, der ist gut und er ist der nächste Incomplete. So, jetzt haben sie 3. und 10. So, San Diego schickt sie wieder vom Feld. Oregon State kriegt nicht wirklich Zugriff auf die Aztecs. Soll es nicht heißen, dass sie schlecht spielen. Oh, stark gemacht. Nummer 23 Schluss. 56 Sekunden für Lamar Jackson, dass sie das Feld hier überbrücken. Das haben sie sich, glaube ich, anders vorgestellt. Und das geht einiges zurück. 6 Yards. Oh, schön weggefangen. Jawohl, hätte zwar weiterlaufen können, nimmt aber in dem Fall den Fall. Gute Wahl. Robinson. 20 Sekunden, nächstes Timeout San Diego. Field Goal Range wäre jetzt, glaube ich, das Hauptziel. Was man sieht unter Jackson, es wird mehr der Running Back jetzt auch wieder als Anspielstation genommen. Und Clemens. Schafft's nicht zur Auslinie. Die Zeit läuft weiter. Sie kriegen jetzt hier wahrscheinlich nochmal einen Shot. Jawohl. Mit 3 Sekunden übrig.
Man könnte es versuchen. Aber ganz ehrlich, wir nehmen kein Risiko. 10-0. Und damit haben wir Halbzeit. Und kriegen den Ball wieder. Ein weiteres Spiel, was gut in unserer Kontrolle ist bisher. 6 von 7 Versuchen kamen an. Lediglich ein Pass hat keinen Abnehmer gefunden von Lama Jackson. Oh, Robinson. Schade, kann er sich nicht durchhalten. Zur 24 geht es aber trotzdem. Interception! Interception, das ist eine schlechte Interception. Das ist eine ganz schlechte Interception. Oh. Oh, ja, 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 ja. So, jetzt wird's spannend. Dass ein Rush kommt, der kommt auch. Und da ist der Touchdown für Oregon State. Wir haben sie eingeladen, wieder ranzukommen. Das ist natürlich schlecht. Crandall kommt nicht hin. Gibt, glaube ich, Besseres. Bell. First down hat er. Da wäre vielleicht mehr drin gewesen. Wenn der Pass minimal besser kommt. Jawohl. Zwei Mann. Clemens zu 42. 162 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Gemacht. Robinson. Jawohl. 2-1. Der war nicht schlecht. Von Jackson den wegzugeben. First down. Ricky Williams. Jawohl. Ganz neue Spielzüge hier. Ja, den habe ich mittlerweile auch gelernt, wie man den wegwirft. Bevor es zum Sack kommt. Jawohl, schöner Toss zum Fullback. Der kommt aber auch nur 2 Yards nach vorne. 3. und 8. Jetzt ist die Frage, ob die Bench den gut genug ist. Für einen Touchdown. Nein, ist sie nicht. 4. und 8. 2 Sekunden verbleiben. Field Goal Versuch ist gut. 13-7. San Diego State. Auf einen Drive, der die Interception war. War eigentlich alles ein Scoring Drive. Egal ob 3 oder 7 Punkte. Schade, da hätte man den Ball vielleicht strippen können, aber ne. So, dann schauen wir mal. Was er diesmal so vorhat. Jackson. Kriegt den Ball. Oh, wirft den eigenen Mann an. Das ist gefährlich, was er da macht. Lamar Jackson. Jawohl,
Odonsi ist da unten. Dritter und drei. Da kommt der Rush. Jawohl, die haben ihn. First down. 2:23 noch auf der Uhr. So wichtig. Eine Deception wäre so wichtig. Two-Minute Warning. Es riecht danach, es würde Oregon State jetzt nochmal einen Touchdown machen und wir müssten dann irgendwie versuchen, in einem letzten Drive Richtung Field Goal Nähe zu kommen. First down. 1:53. Die Aztecs mal kurz ein bisschen frecher. Versuchen ihn zu blitzen und sie haben Jackson, sie haben Jackson. Joey Bosa. Dritter und 23 und das ist doch jetzt sehr interessant, weil er wird es auf jeden Fall versuchen. Da kommt der Wurf. Intercepted. Somit ist das Thema hier schon mal gegessen. Und damit haben wir uns den großen Gefallen getan gegen die Beavers. First down. Wir werden das Timeout nehmen. Jawohl. Wir müssen ihre drei Timeouts killen, wenn wir eine Chance haben wollen. Guter Block, doppelt guter Block. Vergiss es, die Timeouts, ja doch, die werden sie doch noch brauchen. Jawohl, Robinson ist down. Läuft hier doch nochmal zu 59 Yards insgesamt. Die letzten Tage ist das Laufspiel von uns deutlich schlechter geworden. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht entgegenkommen, indem wir sagen, hey, pass auf, wir machen jetzt hier Passspiel. So, letztes Timeout. Und jetzt haben wir natürlich die Chance, dass wir es ausnielen, glaube ich. Ja, nee, es reicht uns nicht. Wir brauchen doch nur einen First Down. Sonst geht's uns wie Clemsons letzte Mal. Und das ist Robinson. Der hat das First Down. Schaffen es aber auch, dass wir mich ins Ausdrücken. Wir brauchen immer noch einen First Down. Scheiße. Nee, hätte uns, glaube ich, jetzt sogar gereicht. So, und jetzt haben wir es aber. Favorites. Quarterback Neil. Victory Formation für die San Diego State Aztecs. Sie schlagen Oregon State zu Hause. Und damit können sie stolz auf sich sein. 13:7 am Ende reicht ein Field Goal in der zweiten Hälfte. Nicht unbedingt die beste zweite Hälfte von San Diego State, aber unsere Gegner werden stärker und das merken auch wir. Lamar Jackson, 180 Passing Yards, 69,2 Completions, ein Touchdown. Und der einzige Touchdown für die Beavers. Und der einzige Touchdown auf der anderen Seite war von Malik Nabers. Und so kommt es hier zu einem 13:7 Sieg. Hier nochmal Oregon State 7, San Diego State 13. Genau.
glaube, das Problem war halt wirklich, dass die Beavers ihren Ball nicht so gefangen haben oder ihre Bälle nicht so gefangen haben, wie sie es hätten tun müssen, um hier zu gewinnen. Aber ja, shit happens. So, damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt German V, wir sehen uns morgen wieder dann bei den Hurricanes. Bis dahin, German V, bleibt gesund. Wir sehen uns. Genau. Tschüssikowski.